Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Wir haben im letzten Kampf den bösartigen Nispel vernichtet, besiegt. Oh nein, ich will nicht kämpfen. Okay, dann kämpfen wir. Machen wir mal eine Runde von dem normalen Cyclon. Bringt der vielleicht was? Ja, so halbwegs, ne? So halbwegs. Ich hätte vielleicht auch mal heilen sollen. Das wäre aber ganz schlau gewesen. Und jetzt, ja, jetzt gehen wir natürlich alle auf den da hinten. Ach, was soll's. Und dann will ich gerade noch mal was testen, so von den Kombinationen, die wir haben. Und zwar diesen Max Drill Kick. Weil das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass wir das Target nicht wechseln konnten. Das kann eigentlich nicht so sein. Das verteilt sich auch noch super. Moment, Max zeigt. Ach, okay, das geht nur auf die Gegner, die im nah dran stehen. Ja, ja, ich verstehe. So, die werden schon weg. Okay, da die Gegner müssen also alle nah dran stehen. Sagen wir, wir haben jetzt 10 Gegner nah dran stehen, dann müsste das doch alle treffen, oder? Ja, ja, gut, gut. Das ist eine schöne Fähigkeit. Das ist schön. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt unser Portal zurück. Wir haben den Stein, den wir holen sollten. Und bringen den jetzt zu, da war's, zu Melchior, genau. Und jetzt zu Melchior ab, der repariert das Schwert dann. War das so richtig? Ja, das war so richtig. Und dann, ja, dann gucken wir mal. So, aber vorher, Tex, du hast deinen. So, machen wir halt mal hier das ganze Ding voll. Hat er noch ordentlich Magiepunkte, weil sie nicht gekämpft hat, aber die anderen, die sind so ein bisschen. Naja, gut. So, hier sind wir eigentlich runtergefallen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir hier wieder hochlaufen können. Ja, genau, und dann müssen wir einfach da wieder runterspringen. Jupp, wir springen runter. Und dann können wir uns in dem Zeitende jetzt, wenn wir da überhaupt hinkommen, können wir uns jetzt im Zeitende. Genau. Gott sei Dank, endlich mal was, was wie geplant funktioniert. Heilen. Ja, ja, und dann will ich auch nochmal speichern. So. Das war Samone. Hast du irgendwas zu sagen, Handfreund? Ihr habt einen Traumstein gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön sie sind. Jemand muss sie nun bearbeiten. Schaut einmal in Medina, nahe der mystischen Berge. Ja, genau, das war doch hier Melchior. Ja, aber das war aber nicht hier, ne? Doch, das war. Ja, ich komme mit den. Genau, nee. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Und dann können wir da den Melchior geben mit denen. Also jetzt müssen wir nämlich wieder im Schrank rauskommen von den komischen. Ja, von den Lebens hier. Die sich da anscheinend auch gar nicht mehr großartig wundern, weil das wohl tagtäglich vorkommt. So, und hier ist doch jetzt der gute Melchior. Melchior's Hütte. Reparieren uns das mal, guter Freund. Ihr habt einen Traumstein? Dann repariere ich das, Masamune. Wie habt ihr das, Masamune, und nur den Traumstein gefunden? Nein, sagt es mir nicht. Mein Herz würde es nicht verkraften. Übrigens, die Reparatur dauert eine Weile. Ja, natürlich. Auch ich werde helfen. Ja, gut, was soll's, warum nicht? Klar, ist aus der Zukunft. Wenn es einer kann, dann er. So, das wär's. Ja, das ging jetzt wirklich. Gibst du uns das Ding? Der Reparatur scheint recht schwierig. Ja, und ich dachte, das wär's. Überlasst es jedenfalls mir. Ja. Müssen wir den Traumstein aufhalten, das Schwert? Achso, die machen. Okay, alles klar. Du bearbeitest den Traumstein, ich nehme mir das Schwert zur Brust. Verstanden. Müssen wir jetzt hier warten, bis die. Alles klar, wir schauen uns das an. Mhm. Ja, das ist spannend. Jetzt, ja, genau, hol dir erstmal was zu trinken, Robo. Auch ein Robo braucht seinen Kaffee. So, fertig. Bitte den Traumstein. Verstanden. Und genau, nimm den Kaffee ruhig mit. Gut, dann nichts wie los. Aha.
sind Handwerkskünste. Wahnsinn, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Hui, ja, es sieht schon geil aus. Sehr, sehr schick. Seht gut her. Dies ist das Masamune. War wundervoll, was für eine Waffe. Tja, ich denke, das ist alles. Okay, Chrono, bringen wir Frog das Masamune. Gut, dann auf zu Frog. Und Frog finden wir im 600. Im Jahr 600, genau. Welches. War das hier? Es war hier. So, und rein da. Rein in den Schrank und ab durch die Zeit. Und dann auf zu Frog. Und der ist noch immer im Zauberwald wahrscheinlich. So, hier jetzt in genau die Friedensschlucht. Rums, ach ja. Jetzt genau, jetzt sind wir wieder hier oben im Dorf. Ich wollte gerade das Hauptdorf sagen, neben normalem Dorf. Oh Gott. Müssen wir nochmal zum Händler irgendwie trinken oder so ein Kram sagen? Nee, eigentlich nicht. Ja, die Vögel werfen wieder die dummen Imps ab. Imp-Experte. Ja, gucken wir mal, wie gut diese Experten sind. Ja, okay. Die sind vom Level halt immer noch recht. Ja, genau. Das waren, glaube ich, mit den ersten Gegner, die wir hatten. Nee, ich glaube, zum Händler, das lohnt sich nicht so ganz. Wenn der so ehrlich ist wie die Gegner hier, dann bringt es das nicht so ganz. So, die ignorieren wir einfach mal. So. Runter, hier hin. Und weiter runter. Und das war natürlich nicht der Ach du mein Gott, ich komme mit den ganzen Zeiten so durcheinander. Doch, das war von unserem, wo wir das begonnen haben, die erste Zeit, wo wir gewechselt sind. So, aber was will ich denn jetzt im Ältestenhaus? Was für ein Blödsinn. Hier wollen wir hin. Genau da, am Ende im Wald. Oh, hier ignorieren wir erstmal wieder. Was denn war dieses hässliche Vieh vorher auch schon da? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gucken wir gleich mal. Erstmal Frog. Du bist es wieder. Dieses Schwert, ist es das Masamune? Ich muss über diese Schicksalswendung nachdenken. Bitte bleibt über Nacht hier. Okay. Cyrus, ihr brecht auf? Ja, es wird Zeit, dass wir dem Froschkönig das Amulett abnehmen. Und ich möchte das mythische Schwert selbst an den Froschkönig. Aber Cyrus, dieses Reich braucht euch. Genau wie Lena und ich, ihr müsst zurückkommen. Solange Leben in diesem Knochen ist, werde ich es. Mit eurer Erlaubnis. Ihr habt es, glaube ich, selber gelesen. Gut, also der will jetzt den Froschburg kaputt machen. Cyrus, her! Das ist natürlich nicht so schön. Wir, die Ritter der Tafel, wünschen euch eine sichere Reise. Ach, der geht alleine? Hört her, meine Freunde. Ich betraue euch hiermit mit der Sicherheit des Königreiches. Ja, es ist wohl kein Mann vieler Worte. Verzeih die Verspätung. Gehen wir? Glenn, seid doch ihr vorsichtig. Erfreut euch bester Gesundheit, eure Majestät. Und okay. Uiuiui. Ihr wart also das Zeichen des Mutes, lieber Ritter des Königreiches. Dann kommt und holt es euch, wenn ihr könnt. Okay, da habe ich den Froschkönig wohl gerade mit Frog, unserem Frog, verwechselt. Aber der war wohl gar nicht gemeint. Verlass dich drauf. En garde. Nirvana-Stoß. Ja, das Geräusch kann ich leider nicht nachmachen. Tut mir leid. Du wagst es, eine hilflose Amphibie zu quälen.
doofes Amulett. Das vergesse ich nicht. Ich habe wirklich gedacht, er meinte Frog. Gut. Wow. Pass auf, Glenn. Cyrus. Das Schwert. Das war Samude. Oh, den grünen, den kennen wir doch, genau, Ossi. Mehr bringst du nicht zustande. Ohne dein Schwert bist du nichts. Ja, du hast mich noch nicht geschlagen. Cyrus, ich halte nicht mehr lange durch. Glenn, flieh, während ich sie in Schach halte. Aber wenn du bleibst, kriegen sie uns beide. Geh, Glenn. Ah, das ist Margus, okay. Du solltest dir lieber Sorgen um dich selbst machen, Cyrus. Los, Glenn. Geh. Uah. Cyrus. Lauf, Glenn. Flieh. Die Königin, kümmere dich um Lena. Oh. Oh, Margus, was machst du denn mit dem Arm? Ach du Scheiße. Herumpf. Was auch immer. Was ist denn? Willst du dein Glück nicht versuchen? Hat es dir die Sprache verschlagen? Wie wär's, Margus? Kannst du ihm kein passenderes Aussehen verleihen? Also gut, warum nicht? Zeit für ein wenig Spaß habe ich immer. Ach, das ist jetzt unser... Okay. Ich glaube, das haben wir auch vorher schon mal gehört, ne? Dass sich bei Frog um Glenn handelt, oder? Du wehleidiger Waschlappen. Wenn ich das jetzt richtig erzähle, oder das ist jemand anders, aber ich meine, das war doch so jetzt korrekt, wenn ich mich richtig erinnere. 10 Jahre sind vergangen. Ob ich soweit bin? Ich habe mich sehr gewandelt. Ach, der arme Cyrus. Erwache, Krono. Auch wenn wir scheitern mögen, besuchen wir Margus Höhle. Kennt ihr seine Macht? Nur so können wir unsere Zukunft retten. Den schaffen wir auch noch. Okay, Ach Gott, ich will Marle nicht mitnehmen. Die kann hier zaubern, ja, mit Feuer, das finde ich eigentlich ganz gut. Robert, paar gute. Ich nehme. Hallo? Ja, so ist richtig. Ja, nimm mal mit. Gut. Bevor wir jetzt aber weitermachen, also eine logische Frage. Cyrus zieht los, um Margus zu vernichten, mit dem Ziel anscheinend, nimmt aber seine ganzen Ritter nicht mit, sondern nimmt Glenn mit, der in dem Fall eher aussah wie so ein kleiner Bauernlümmel, so ganz ohne Rüstung und allem. Sinn? Logik? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Aber okay. So, Frog ist jetzt auf jeden Fall auch dabei. Was machen wir mit Frog? Ja. Margus Höhle. Margus Höhle. Was für ein Level hat eigentlich Frog? Frog ist Stufe 17, genauso wie alle anderen. Und halt, ich wollte jetzt mal gucken. Zunge, damit konnte er heilen. Genau, mit Schlangenzunge, Fängel und das war ja eher nutzlos. Das war eher nutzlos. Was hat er denn? Bronzehelm, der ist besser. Und den Goldanzug. Uiuiui, ja, der ist auch gut. Und die Krafthandschuhe, die geben ein Stärke. Ach, lassen wir so. Egal. So, schnell raus hier. Gut, und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo die sind. Hier, von wegen mystischer Berghöhle, irgendwas. Ich glaube, hier ging es nämlich auch noch lang. Da, wo wir uns ja schon einmal verlaufen haben. Das werden wir aber erst im nächsten Teil herausfinden. Bis dann.